hallo und herzlich willkommen hier zum Haushalt Zoom. Leider ist mir gerade mein Spiel abgestürzt, als ich hintereinander weg aufnehmen wollte. Und ja, deswegen musste ich hier gerade nochmal ein bisschen nachspielen und weiß nicht genau, wo wir stehen geblieben waren. Ja, jedenfalls ist Michelle gerade damit beschäftigt, hier fleißig Alchemie zu recherchieren und Elixiere zu brauen. Klappt wirklich ziemlich gut mit ihr. Und ja, Lara war jetzt gerade noch unten im Garten beschäftigt. Wir waren jetzt leider nicht ausreiten, weil ich halt noch nicht dazu gekommen bin. Omi ist gerade in der Verlängerung mit ihrer Arbeit, da kam so die Aufgabe und jetzt macht sie halt noch Gruppenlesungen. Und ja, sonst ist eigentlich nichts weiter Aufregendes passiert, sonst ist alles gut, außer die Geschirrspülmaschine scheint kaputt zu sein. Kann man das nicht irgendwie magisch reparieren? Das ist doch blöde. Ja, lassen wir es einfach mal unsere gute Lara machen, die ist sowieso schon tot. Da kann nicht mehr viel passieren mit einem Stromschlag, es sei denn, sie fängt dann auf einmal an gelb zu leuchten. Ah, ja, okay. Michelle hat das Glas für Freundschaft hingekriegt und lernt jetzt nochmal ein bisschen weiter. Aber sie könnte sich in der Theorie, was ist ein Freund, ein Elixier schicken. Nee, machen wir mal nicht. Neues Elixierrezept lernen klingt schon besser. Sie könnte sich mal mit Star beschäftigen, da Lara das ja jetzt nicht machen konnte, mehr oder weniger konnte. Und von daher hätte ich das für ganz gut. So, ja, Lara, du musst auf Toilette, ich sehe das schon. Dann geh mal hier oben hin und geh auch gleich mal duschen. Die Gartenarbeit war anstrengend. Und dann kannst du meinetwegen auch gleich noch klebrige Carbonara essen. So, Omi hat 154 verdient und noch irgendwas, aber keine Ahnung was, weil ich es so schnell weggeklickt habe. So, ja, unser Level ist auf jeden Fall höher als zuvor, wie ich den also davor hatte, sag ich so. Und, ja, mehr gibt es jetzt eigentlich hier auch wirklich nicht zu erzählen. Wir können die Zeitung hier noch wegschmeißen, weil die braucht hier eh keine Sau. So, hier. Ich muss unbedingt die Mülltonne weiter nach hier platzieren. Ich glaube, das mache ich mal auch gleich. Das nervt mich, dass ich immer bis nach hier vorne rennen muss, nur um den Müll wegzuschmeißen. So, steht da wunderbar. Ach ja, so. Weiter geht's im Text. So, wir warten jetzt, dass Omi nach Hause kommt. Und was machen wir jetzt, wenn Omi zu Hause ist? Das ist die viel bessere Frage. Hä, ist die Spülmaschine immer noch kaputt? Die macht doch immer noch Auti-Bauti. Mensch, Lara, mach die richtig ganz. Ach, Menno. So, Star, wo bist du? Du bist gerade am Pieseln. Das ist doch mal toll. Dann kannst du gleich mal hierher kommen, wenn du fertig bist. Und Michelle kommt dann auch gleich mal hier runter, damit sie noch was mit dir machen kann. So, Lara ist ja dann beschäftigt und Omi kann dann oben noch ein bisschen Alchemie recherchieren. So, recherchieren, 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 recherchieren und nochmal recherchieren. So, dann läuft das doch ganz gut. Lara, ja, stimmt, Quatsch, Michelle, du bist noch auf Toilette und deine Stimmungsschwankungen, die du hier bekommen hast, ganz spontan, die sind jetzt auch schon wieder fast weg. Sehr schön. So, dann, ja genau, mal schnell zu Star gespotet. Ja, was möchtest du? Starstorm führen. Ja, das können wir auch gerne machen. Ach, hey, ich hätte jetzt eher so auf Reiten plädiert. Das wäre vielleicht ganz cool gewesen. So, dann bürste ihn mal bitte. Und dann kannst du ihn loben für verspielt sein, meinetwegen. Na, loben für bitte und verspielt sein, danke. So, dann Leckerchen geben und vielleicht ein bisschen reden. Und dann kannst du das Herd gerne mal führen. Lara, was hast du da an? Ist das dein Gärtner-Outfit? Sie ist ja geil drauf. Weil die Musik dazu ist geil. Herrlich. So, ja, Omi lernt fleißig. Sehr gut, ja, Lara. Ich hoffe, du machst es jetzt hier bald fertig. Den Teller? Wo ist denn der Teller hin? Ach, da unten. Ich wollte gerade sagen, hä, kriege ich den jetzt einmal an und er verschwindet, oder was? So, dann kannst du die jetzt auch mal gleich darin verstauen. Ich meine damit die, das Geschirr. Och, die Musik nervt mich gerade voll. Okay, es bleibt bei der Lautstärke. Naja, müssen wir mal irgendwie ertragen. Ach, Mio. So, Michelle, macht Pferd führen Spaß? Oder bist du jetzt erst dabei, das Pferd zu führen? Okay, du bist jetzt erst mit dabei. Ja. Baum, 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 Baum. Schaukel, kein Baum. Oh, zu viel. Da. Ah, okay. Wir legen mal das Zaumzeug an und jetzt wird losgeführt, oder was? Aha, wir bleiben stehen beim Losführen. Das ist toll. Ja, keine Ahnung. Kannst du auch mal aufsitzen oder so. Probierst dich einfach mal aus, meine Liebe. So, jetzt nochmal hier. Immer dieses dreimal herumgedreht. Das muss mal einer verstehen. Ach, Mio. So, Lara, du kannst im Prinzip
ja, pennen gehen, um das mal so auszudrücken. Geh mal schlafen mit deinem schicken Hut. Herrje. Wow, das ist auch gerade zu geil auf jeden. Sitzt dir erstmal verkehrt rum drauf. Herrlich. So, ja, dann könnt ihr mal hier, lass mal Pferd rein laufen, mal gucken, wo es da so mit dir hin will. Und dann kannst du sowieso gleich schlafen gehen. So, was möchtest du? Du möchtest Jockey werden. Ja, ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare schreiben, welchen Lebenswunsch ihr euch so für Michelle wünscht. Würde mich mal interessieren. Können wir dann auch besser drauf abstimmen? Oh, glücklicherweise sind die Stimmungsschwankungen vorbei. Ja, das hoffe ich doch. So, denn Star muss noch abgesattelt werden. Ist Omi noch wach? Ja, Omi ist noch wach. Dann kann Omi das machen. Michelle, du gehst jetzt erstmal schlafen. So, Omi, wie lange dauert es noch, bis du hier irgendwie was gelernt hast? Scheint dann noch eine Weile so zu gehen. Yay, in ein paar Tagen ist Gruseltag. Na, mal gucken, wie Michelle mit ihren hexerischen Fähigkeiten dann so vorankommt. So, ist Star wenigstens gleich abgesattelt? Ich habe das jetzt gar nicht beobachtet. Ja, ich glaube schon. Oder Star? Ja, Star ist abgesattelt. Okay, dann hat es ja gut funktioniert mit Michelle. Michelle, was machst du denn da unten? Du sollst dich nicht um Quietsch kümmern, du sollst schlafen gehen, Mensch. Hier, komm, Bett, schlafen. So, Lara, du bist schon fast ausgeschlafen und Omi braucht hier noch eine halbe Ewigkeit. Omi, es reicht jetzt hier mit Lernen. Schluss, aus, vorbei. Du kannst jetzt hier ins Bett verschwinden, sonst stehst du morgen früh wieder nicht auf. Ach, Mio. So, Omi kommt, Omi geht, Omi schläft. So, yay, meine Lieben, dann waltet mal hier eures Amtes. So, Quietschi, wie geht's dir? Quietschi, geht es gut? Da geht es gut, der schläft jetzt auch schon. Können wir mal zu Lara hochblättern, weil die wird als erstes wach. So, dann müsste gleich der Overwatch drüber laufen. Und zwar jetzt. Haha, 24 Fahrzeuge wurden gelöscht. Sehr schön. Ach, Mensch, Lara. Ich mache jetzt einfach mal die Zeit ein bisschen schneller, damit es hier nicht so lange dauert, bis du hier mal wieder wach wirst. Okay, Plecky, Loveland und alle möglichen Tierchen und auch Sims sind nicht rootbar, das ist doof. Wie schön. Yay, Lara wird wach, das ist mal wirklich schön. So, Lara, aufstehen. Wir haben einen langen Tag vor uns. So, hier, Reste essen, Apfelpfannkuchen, los geht's. Werde ich mal gestärkt für den Tag und dann kannst du meinetwegen hier noch Fernsehen gucken. Meinetwegen auch mal schauen, wie das Wetter wird. Quietschi, wo gehst du schon wieder hin? Sim beim Essen beobachten. Ne? Du hast ja nicht alle. Du kannst mal hier das Katzenklo benutzen und dann meinetwegen hier mal irgendwo kratzen gehen. Aber lass mir die Sims schlafen. So, ja, der Schub ist für Michelle, kommt gleich. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Dann geh dir mal schnell auch ein paar Apfelpfannkuchen holen und geh nochmal duschen, meine Liebe. So, Omi kann ja erstmal ausschlafen soweit, ne? Aber Omi kann dann trotzdem sich mal hier ums Frühstück kümmern. Vielleicht mal ein paar Waffeln servieren. So, Lara. Macht Spaß, das Fernsehprogramm. Bringt es dir was? Also eigentlich ganz gut, wie das aussieht. Sehr schön. So, der Schulbus ist da, Michelle. Schaffst du das? Nein, das kannst du stehen lassen. Geh einfach nur schnell duschen, bitte. Und dann auf. So, Lara, du kannst ja auch mal umschalten. Zum Beispiel Wetterbericht, damit wir mal sehen, wie das Wetter wird. Also heute wird es noch sonnig, etwas kalt. Ja, warum wird es hier eigentlich so 6 Grad? Und hier wären es 22 Grad mit heftigem Regen. Das muss ich nicht verstehen, oder? Naja, egal. Komisches Wetter. So, ja, Michelle, bist trotzdem noch pünktlich. Erstaunlich. So, Lara, dann kannst du hier mal ausmachen. Ist okay, dann kannst du das hier mal sauber machen, bitte. Dankeschön. Und dann kannst du hier mal die Betten machen, meinetwegen, damit das hier auch ein bisschen nach was ausschaut. So, Bett machen, Bett machen. Wahnsinn. So, Omi, du bist jetzt hier noch mit Kochen beschäftigt. Danach kannst du dann auch mal auf Toilette und duschen und was weiß ich nicht noch was machen. Durchschnittlich lernen, ja, find mal neue Freunde. Das ist viel, viel besser, Michelle, glaub mal. So, das ist weg und das haben wir jetzt alles weggestrichen. Na toll. So, Star, wie geht es dir? Können wir hier schon irgendwas sauber machen oder so? Ja, können wir sauber machen. Sehr cool. So, Lara, dann beeil dich mal hier ein bisschen. Tuckel, tuckel, tuckel. Schwebe, schwebe, schwebe. So, Star, du bist ja dann noch vollstens beschäftigt, wie es aussieht, ne? Du willst dann einfach nur Bewegung, das können wir dir verschaffen. So, Omi kocht noch. Ziemlich erfolgreich, wie es ausschaut. Sehr gut, Omi. So, Omi nimmt sich auch gleich noch einen Teller. Mensch, Omi, du bist doch toll. So, dann gleich mal einen Kühlschrank damit. So,
Lara ruft Star raus, um sauber zu machen. Sehr gut, finde einen Teilzeitjob. Nein, wollen wir gerade nicht. Wird mir zu anstrengend. So, Omi, dann hast du alles soweit erledigt, wie ich das gerne haben wollte. Dann kannst du eigentlich hier oben weiter Alchemie recherchieren. Bitteschön. So, Lara, na? Was ist los hier im Stall? Riecht das etwa unangenehm? Wer hätte es gedacht? Wie, jetzt kaufst du schon wieder ab, oder? Okay, Lara ist fertig, wie es aussieht. Gut, wenn du das sagst. So, es ist jetzt auch bald Vollmond, also heute damit. Dann sollten wir uns mal was überlegen, wie wir unsere Pflanzen schützen können. Sonst kriegen wir hier noch ein Problem, befürchte ich. So, ja, wir könnten dich eigentlich auch mal mit einem Apfel füttern, finde ich. So, hier, Apfel. Und dann können wir mal eine Runde reiten gehen. Wir füttern dich mit einem Apfel. Einem Apfel. Yeah. Okay, reicht fürs Erste. So, dann sitz mal auf, gute Lara. Zieh dich an, lieber Star. Und dann wird losgeritten. Ich tendiere ja eigentlich zum... Lara, was soll denn das? Du reitest doch nicht zum ersten Mal. Will ich doch wohl sagen. So. Gut, und dann jetzt bitte ausreiten. Und zwar im Galopp. Viel Spaß, ihr beiden. So, Omi macht jetzt den hier. Michelle ist fast fertig und muss den Hausaufgaben machen. Lassen Sie erstmal dann nach Hause kommen. Quietschi, was denn los? Oh, Quietschi ist asozial. Das tut mir leid, meine Süße. Du könntest aber hier mal aus dem Napf fressen und danach können wir uns noch mit dir beschäftigen. Wenn, genau, das kann Michelle mal machen. Wenn sie nach Hause kommt, kann sie erstmal mit dir was machen. So, Zuneigung geben mit und Zuneigung Leckerchen geben. Zuneigung umarmen. Versuch das einfach alles mal. So, Lara hat ihren nächsten Fähigkeitenpunkt erreicht. Sehr schön. Und Omi lernt fleißig weiter. Muss Omi heute eigentlich irgendwo hin? Das ist auch noch so eine interessante Frage. Nee, erst wieder an einem Tag. Sehr gut. Oh ja, hier bist du richtig. Alles klar. Ja, okay, wir können gerne einen Ausflug mitmachen. Und Level 6. Alles klar. Ja, im Prinzip könnt ihr einfach mal nach Hause kommen. Star hat jetzt bestimmt schon genug Bewegung gekriegt. So, was möchtest du? Ein Rennturnier für Fortgeschrittene gewinnen? Ja, wir können ja gerne mal an sowas teilnehmen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Yay, Bürste, Bürste, Kraule, Kraule. Und Omi hat einen Fähigkeitenpunkt erreicht. Das wird ja auch mal Zeit. Hat ja ewig gedauert. So, Omi, dann kannst du dich heute auch mal ein bisschen um den Garten mitkümmern. Oh Gott, nein! Oh, Star! Das kann doch nicht wahr sein. Warum hast du denn hier alles... Du sollst keine Schmetterlinge fangen. Du sollst es wegräumen. Toll, Star hat den halben Garten kaputt gemacht. Ich hatte erst alles neu angepflanzt. Oh, Mensch, Star, wirklich. Kann doch nicht wahr sein. Verdammt. Können wir ihn noch ausschimpfen dafür? Das wäre wirklich gut. Nee, können wir natürlich nicht. Dann steig mal ab, Lara. Oh, meine Güte, sowas Blödes. Das ist echt ärgerlich. So, denn, hast du das gemacht? Sehr gut, dann kannst du hier noch am Hals kraulen, weil das mal eben dein Wunsch ist. So, oh Gott, nee. Klo ist schon wieder versifft. Na, ganz super. So, fertig gekrault. Sehr schön. So, Michelle, wie geht es außerdem Quietschi? Quietschi geht es wieder gut. Sehr schön, dann kann Quietschi jetzt hier mal kratzen gehen. Bitteschön. Und Michelle, du musst unbedingt deine Hausaufgaben machen, bevor du hier müde umfällst. So, bitteschön. So, Omi ist endlich fertig und kümmert sich um den Garten. Auch toll. Das Lied ist voll toll, manchmal lauter. Das ist voll toll. So, machen wir mal wieder runter, sonst wird es mir hier ein bisschen zu laut. Ja, Lara, du kannst eigentlich auch mal einen Happen schnappen. Hier, komm, mach mal klebrige Carbonara. So, Omi. Ach Mensch, ist ja schon das nächste kaputt. Oh, wir müssen Star wegsperren. Oder wir müssen hier endlich den Zaun drum machen, damit auch jetzt die Zombies dann gleich nicht rankommen. Oh, das ist ja eine Katastrophe. Gott, unser schöner Garten. So, wir brauchen jetzt irgendwie einen Zaun. Am besten einfach einen Billigzaun. Können wir den von Star nehmen? Das ist ja ganz praktisch. Dann nehmen wir einfach den, den wir hier schon haben. So. Ich mache das jetzt einfach mal hier so drumherum. Ganz sporadisch. So, hier. Noch da lang.
So, jetzt brauchen wir nur noch ein Tor, was so halbwegs dieselbe Farbe hat. Aber haben wir, hier drüben haben wir doch auch schon ein Tor drin. Mensch, was gucke ich denn hier rum? So, da ist es ja auch schon. Haben doch schon alles fertig. Was suche ich denn hier? So, so, bitteschön. Alles schick. Jetzt kommt hier auch keiner mehr rein. Nur noch abschließen für Tiere, bitteschön. Oh, Mensch, ist das blöd. Ein schöner Garten. Schlimmer als ein Zombie, das Pferd. Wäre cool, wenn es ein Zombie-Pferd geben würde. So, dann füll mal den Napf hier, Omi. Und ja, hier ist noch ein bisschen was zu pflegen, mein Lieber. Das kannst du gerne noch machen. Oder du gehst oben recherchieren. Das hast du jetzt schon die halbe Ewigkeit getan. Ach, egal. Recherchiere einfach mal weiter. Kann nicht schaden. Viel Spaß. So, und Lara kann hier rausgehen in den Regen und ein bisschen was machen. Ich meine, durch ihr fällt der Regen ja einfach durch, ne? Yay, und der Vollmond steigt auf. So, ja, du gehst einfach mal danach schlafen, Michelle. Kannst später Vampirjägerin spielen. So, Schmatzer geben, auch gut. So, schon der erste Zombie aufgetaucht oder lassen sie sich heute Zeit? Also, ich habe noch keinen gehört, ne? Was möchtest du Laratum anbieten? Naja, ist auch ein Plan. So, jedenfalls sind wir jetzt hier erstmal zombie-sicher. Lara kümmert sich noch um den Rest des Gartens. Und ja, dann würde ich einfach bis nächstes Wochenende warten und dann schauen wir mal, wie das Ganze hier so weitergeht. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und bis dann.